Viele von euch haben Probleme, Akkorde zu lesen. Dabei meine ich nicht einfache Akkorde in Grundstellung, so ein C-Dur, F-Dur-Akkord oder ein A-Moll-Akkord, sondern ich spreche von sogenannten Slash-Akkorden. Was es damit auf sich hat und wie du Slash-Akkorde vor allem in der Popmusik zum Färben einsetzen kannst, darum soll es heute gehen, das zeige ich dir jetzt gleich. Hey Marcel hier von Modern Music, willkommen zu einem weiteren Video und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Klavier zu spielen, dann start jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Wir befinden uns in C-Dur und wir spielen einfach mal so ein paar Akkorde, so ein C-Dur in Grundstellung, das kennst du, ein G-Dur in Grundstellung, eine schöne Akkordfolge, A-Moll in Grundstellung, Stellung, ganz klassisch, ja. C-Dur, E-Dur, A-Moll, F-Dur, das kann man spielen, das kann man lesen, aber was hat es mit diesen Dingern hier auf sich? Okay, ich verrate es dir, ist gar nicht so wild, das sind sogenannte Slash-Akkorde. Dieser Slash-Akkord sagt mir nichts weiter, als dass ich den ersten Buchstaben, das C also, ja, diesen C-Dur-Akkord, in meiner rechten Hand spiele. Und alles, was nach dem Slash steht, in dem Fall das G, spiele ich als Basston in meiner linken Hand, also ein G. Ja, ob ich das jetzt einstimmig spiele oder als Oktave, ja, das ist eigentlich egal. Ja, und du hörst, es klingt eigentlich ganz cool. Ja, das klingt, da bleibt sich so ganz leicht. Da ist halt einen ganz anderen Charakter als ein reines C-Dur, ja, in Grundstellung mit Grundton. Aber dieses C über G, ja, das klingt wirklich wunderschön. Und was du dir merken solltest, ja, dieses Slash-Symbol ersetzt du einfach durch das Wort über. Ja, und dann heißt es C über G-Akkord. Ja, in dem Fall C liegt über, ja, kann man sich gut merken, über dem Basston meinem G. Ja. Deshalb Slash-Akkord C über G. Natürlich gibt es auch andere Slash-Akkorde, wie zum Beispiel ein C-Dur über E. Ja. Im Grunde kannst du einfach mal, ja, improvisieren und in die Tasten greifen und einfach schauen, welche Töne passen. An F, okay. C-Dur. G. Über A. Aha. Jetzt über F. Das heißt, richtig cool, ich bleibe mit meiner rechten Hand einfach auf dem C und spiele einfach andere Basstöne drunter. Ja, machen wir nochmal. C-Dur Grundstellung. Zum Beispiel C-Dur über G. C-Dur über A, cool, richtig so aufsteigend vom Klang. C-Dur über F, reibt sich ein bisschen, aber führt zum C-Dur in der Grundstellung zurück. Ja? Also du siehst, mit diesen anderen Basstönen, ja, kann man wirklich Songs einfärben, ja, und sie ein bisschen interessanter gestalten als die ganzen Grundstellungen. Ja? Ein typisches Songbeispiel einfach mal, um dir klarzumachen, wo oder wie das vielleicht genutzt wird. A Wider Shade of Pearl klingt so. Ja, was habe ich getan? Ich habe mit einem C-Dur Grundstellung und C im Bass angefangen und gehe dann auf ein C über H. Ja, das ist die internationale Schreibweise C über B, es ist aber ein C über H. Du hörst, das reibt sich ziemlich. Das würde ich jetzt so aus dem Kontext, ja, klingt das recht schief, würde ich so jetzt gar nicht komponieren, aber durch die Auflösung zum A-Moll klingt das schon wieder gut und das A-Moll über G reibt sich auch und zum F aufgelöst umso besser. Also noch einmal C, C über H, A-Moll, A-Moll über G zum F. In so einem Kontext können solche Slash-Akkorde verwendet werden. Ja? Aber noch einmal, greif doch einfach mal selbst in die Tasten. Spiel doch mal ein D-Dur. Ja? Dann veränderst du links die Basstöne. Cool. Ja? Ja, ich kann sehr viele Töne verwenden. Ja, die Tonleiter eigenen Töne. Fly on Cis. Siehst, das klingt sehr gerieben, das klingt nicht unbedingt gut. Ja? Also ein D über Cis gibt es mit Sicherheit im Jazz, aber jetzt in der Popmusik, ja, nicht so. Also D-Dur, D über A, D über H und ein D über G und zurück. Ja?
Wenn wir von Umkehrungen sprechen, zum Beispiel D-Dur in der ersten Umkehrung, schau mal hier, dann ist das natürlich automatisch ein D-Dur über Fis, denn mein Daumen, der unterste Ton, ist ja in dem Fall der Basston, spielt ein Fis, ja. Und somit habe ich ein D über Fis, ja, in meiner ersten Umkehrung. In meiner zweiten Umkehrung, ja, habe ich wiederum ein D-Dur über A, denn mein unterster Ton ist ein A. Und dann geht es zurück in meine Grundstellung. Ja. Das heißt, das Ganze baut wirklich auf Umkehrungen auf. Man sollte ein bisschen die Tonleiter kennen, zum Beispiel. Ja. D-Dur-Tonleiter, dann weiß ich, es kommen zwei Kreuze drin vor. Und dann probiere ich einfach mal aus. Ja. Gucke, was passt. Haben wir ja gerade schon getan. Cis passte vielleicht nicht so gut. Ja. Und dann gehst du in die Improvisation rein. Wenn du was gelernt hast und Bock hast, mehr zu lernen, tiefer einzusteigen, check doch mal gerne meinen kostenlosen Klavierkurs in der Videobeschreibung aus, trag dich ein. Und wenn du Bock hast, jetzt direkt weiterzumachen, hier mal einige Videos, eine Playlist und auch noch ein Pop-Piano-Tutorial, würde ich mich freuen, dich hier auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen. Und ich sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.